So, Tarauch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns jetzt gemeinsam Fortuna Düsseldorf an. Unser nächsten Gegner um 20:30 Uhr, jetzt am Samstag, ist das Spiel. Schalke spielt zu Hause und erwartet bis zu 25.000 Zuschauer. Ich erwarte hier auch einige bei meiner Live-Reaction. Also wenn du mit dabei sein möchtest, um 19:30 Uhr kannst du gerne mit dabei sein. Lohnt sich gerade dann, wenn du zum Beispiel kein Sky hast. Dann kann das auf jeden Fall eine lohnende Geschichte für dich werden. Allerdings, jo, heute erstmal gucken wir uns den Gegner gemeinsam an. Wir schauen uns die letzten 5 Spiele von Fortuna Düsseldorf an, den Trainer, den Kader, inklusive Verletzte und Neuzugänge. Dann die voraussichtlichen Aufstellungen von beiden Mannschaften. Außerdem, ja, meine Erkenntnisse dieser Gegneranalyse und damit let's go. Jo, also Fortuna steht aktuell auf dem Rang 11, also eine sehr durchwachsene Saison bislang. 4 Spiele sind ja erst gespielt. Erst allerdings, naja gut, 4 Spiele sind auch schon durch und Fortuna Düsseldorf hat jetzt 4 Punkte, genauso wie Schalke 04 auf dem Konto. Durchaus unter ihren Erwartungen auf jeden Fall geblieben, das muss man ganz klar sagen. Wenn wir uns den später nochmal den Kader anschauen, dann sehen wir, da sind echt ein paar Jungs dabei, die richtig was drauf haben. Ja, schauen wir mal die letzten 5 Spiele. Am ersten Spieltag gegen den SV Sandhausen hat Düsseldorf direkt gewonnen. Beide Tore hat Ruven Hennings in dem Fall gemacht. Der Mann ist mittlerweile 33 Jahre alt, ist aber auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut, was wir auch in den nächsten Spielen sehen. Unter anderem gegen Werder Bremen hat er dann auch getroffen. Ja, dennoch hat es eine Niederlage gegeben und zwar ein 3:2 in einem sehr, sehr spannenden und packenden Spiel. In der 6. Minute der Nachspielzeit ist erst das Tor gefallen für Werder Bremen, das Entscheidende. Und außerdem getroffen Khalid Naray, der Rechtsaußen, macht im Moment einen sehr, sehr guten Job bei Fortuna Düsseldorf, bester Scorer, zusammen mit Ruven Hennings. Ja, gefällt mir auf jeden Fall bislang sehr, sehr gut. Dann Oldenburg, die haben sie dann auch geschlagen und zwar mit 5:0. Wieder zweimal getroffen, Ruven Hennings, außerdem David Kownacki, der Sturmpartner von Ruven Hennings. Eigentlich so ist nominell vielleicht sogar die Nummer 1 im Sturm von Fortuna Düsseldorf, wobei die beiden, die tun sich da auch wirklich nicht viel. Ruven Hennings bringt einfach jede Menge Erfahrung mit und auf die möchten die Trainer von oder möchte der Trainer von Fortuna Düsseldorf jetzt gerade aktuell auch nicht verzichten. Deswegen rückt aktuell David Kownacki eher schon mal auf die Bank als Ruven Hennings. Dann der erste FC Nürnberg hat sich mit 2:0 durchgesetzt gegen Fortuna Düsseldorf. Dort hat es dann eine Niederlage gesetzt und ein Unentschieden gegen Holstein Kiel jetzt am 4. Spieltag. Dort wieder erfolgreich Khalid Naray, außerdem Christopher Pettersson und ja, auch wieder ein sehr, sehr packendes, offensives Spiel von beiden Mannschaften. Gucken wir uns mal den Trainer gemeinsam an, und das ist Christian Preußer. Der war die letzten 5 Jahre in Freiburg unterwegs, von 2016 bis 2021, und hat dort die zweite Mannschaft trainiert. Ist ein Trainer, der aktuell zumindest, also ich habe jetzt noch nicht viel von ihm sehen können. Ich sehe jedenfalls nur, wie er aufstellt, und er gibt nicht so wirklich viel auf seine Aufstellung. Kann man das so sagen? Bedingt, sagen wir es mal so. Also, was ich damit sagen will, er hat schon in einem 4-3-3 aufgestellt, in einem 4-2-3-1 und auch in einem 4-2-2-2-System oder auch 4-4-2 mit ja, flachem Mittelfeld. Was für mich einmal dafür spricht, dass er da gar nicht großartig jetzt die Unterschiede macht. Was man aber schon merkt, was ihm wohl wichtig ist, wirklich außen auch einzusetzen. Ja, gerade bei dem 4-2-2-2 hat man ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, im Gegensatz zu einer Raute, man hat eben zwei offensive Außenstürmer oder Außenspieler letztendlich auf dem Platz und die hat er immer. Das ist ganz klar und Fortuna Düsseldorf ist eine sehr, sehr offensiv eingestellte Mannschaft. Das muss ich schon sagen. Das macht Christian Preußer aktuell in dieser Saison auf, wenngleich, wie gesagt, 4. Spieltag. Viel können wir über den Mann einfach noch nicht sagen.
Jo, und das ist der Kader. Florian Kastenmeier steht aktuell im Kasten von Fortuna Düsseldorf. Raphael Wolf ist lange Jahre bei Werder Bremen gewesen. Jetzt ist er die Nummer 2 bei den Fortunen. Dennis Gorka aktuell verletzt. Dann André Hoffmann, der hat ein Knochenödem, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar der beste Innenverteidiger, den Fortuna Düsseldorf hat. Der fe fehlt verletzt. Dafür wahrscheinlich auf dem Platz Christoph Klarer und Dragos Nedelcu. Nedelcu ist jetzt erst vor dieser Saison gekommen, und zwar aus Bukarest. Und ja, per Laie, also ein Spieler, den man ja quasi aus dem, ja, aus der rumänischen Liga einfach mal eben geholt hat, und jetzt scheint er auch ganz gut zu funktionieren. Also er ist zumindest in den ersten Spielen hat er seine Einsätze gehabt, und bin sehr, sehr gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Dann Jamil Siebert und Nikel Toglu machen die Innenverteidigung dann komplett. Leonardo Kutris ist jetzt vor der Saison gekommen, auch per Laie, und zwar von Olympiakos Piräus. Einer, der richtig viel Qualität mit in die Mannschaft bringen soll, ist der zweitwertvollste Spieler im gesamten Kader, und ja, jetzt auf jeden Fall neu für diese Saison dann gekommen. Auch per Laie erstmal nur, ja, soll jetzt Fortuna Düsseldorf dann eben verstärken. Dann haben wir Florian Hartherz noch auf der linken Seite. Auf der rechten Seite Matthias Zimmermann und Khaled Naray, wobei Khaled Naray eher nicht als Rechtsverteidiger im Moment eingesetzt wird, sondern eben als Rechtsaußen. Und ja, Zimmermann, der gesetzte Mann auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition. Dann Marcel Sobotka ist ja Ex-Schalker. Wir kennen ihn alle noch sehr gut. Hat sich mittlerweile einen sehr guten Namen gemacht in der zweiten Liga. Ist allerdings im Moment verletzt, hat Adduktorenbeschwerden, wird wohl auch ausfallen gegen Schalke. Dann Adam Bocek, mittlerweile 35 Jahre alt, seit 10 Jahren bei Fortuna Düsseldorf, seit 2011, insgesamt Profi seit 2005. Das war also vor unserer Heim-WM, also vor unserem Sommermärchen schon Profi geworden. Unfassbar. Auf jeden Fall er noch am Start und gut am Start. Also der ist Stammspieler und Kapitän, und ja, macht da auf jeden Fall immer noch einen sehr, sehr guten Job. Dann Ao Tanaka erinnert mich so ein bisschen an Kohei Itakura. Natürlich zum einen, weil er Japaner ist, zum anderen, weil er aber auch nur für eine Saison jetzt ausgeliehen worden ist. Und zwar von Kawasaki. Jo, genau. Kawasaki Frontale, den Namen, der fällt mir nicht ganz so einfach zu merken. Auf jeden Fall von einem japanischen Verein jetzt ausgeliehen, soll jetzt mehr Qualität auch bringen im zentralen Mittelfeld. Dann Jakub Piotrowski, Edgar Pripp haben wir noch. Edgar Pripp, einer der lange Zeit bei Hannover 96 gespielt hat, die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, oder einige von euch werden ihn kennen, Edgar Pripp. Dann und Shinta Appelkamp ist junges Talent bei Fortuna Düsseldorf, wahrscheinlich eins der größten Talente, die wir so in Deutschland haben. 20 Jahre alt, hat mittlerweile einen Marktwert von 1,8 Millionen, hat sich dort echt nach oben schon gekämpft und will weiterhin nach oben. Ist halb Deutscher, halb Japaner und auf der Zehnerposition, beziehungsweise auf der Achterposition gegebenenfalls auch mal dann zu Hause. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der sich machen wird. Dann Christopher Pettersson. Haben wir dann noch Emanuel Ioa. Die beiden sind auf der Linksaußenposition unterwegs. Dort übrigens vorher Kenan Karaman unterwegs gewesen. Der ist mittlerweile zu Beşiktaş Istanbul gewechselt. Ioa ist aktuell verletzt und auf der Linksverteidigerposition spielt aber jetzt meistens auch Felix Klaus. Den hat man nämlich jetzt gerade verpflichtet vom VfL Wolfsburg, hat sogar eine Ablösesumme dafür mal auf den Tisch geblättert, und zwar 1,1 Millionen, was ja echt jede Menge ist für die zweite Liga, und der wird wahrscheinlich auf links spielen. Dann Niklas Szypnowski und Thomas Pledel sind auf der Rechts.
sind geplante Rechtsaußen, die wiederum aktuell von Khaled Naray in den Schatten gestellt, wobei Szymanski auch das ein oder andere Spiel schon gemacht hat. Dann David Kownacki, hatten wir schon drüber gesprochen, ist Stürmer, der wertvollste Spieler übrigens im gesamten Kader, neben Ruven Hennings, der Routinier, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen. Und Lex Tiger Lobinger, sehr schöner Name, jetzt gekommen aus der Jugend, ist aktuell allerdings verletzt, laboriert im Moment an einem Nasenbeinbruch. Gucken wir uns die voraussichtliche Aufstellung an. Ich habe mich jetzt für ein 4-2-3-1 entschieden, wobei, wie gesagt, Düsseldorf ist da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Dann Hennings im Sturm, Klaus wird wohl über die linke Seite kommen, Naray über die rechte Seite, Appelkamp den Zehner dann dort hinter Hennings machen, beziehungsweise den Achter vor den beiden Sechsern, Bocek und Prip. Die beiden, ich denke schon, dass sie spielen werden, also Bocek als Kapitän definitiv, Prip wird wohl auch zum Einsatz kommen. Dann Kutris auf der linken Seite, dann Klara und Nedelko in der Innenverteidigung und Zimmermann auf der rechten Seite und Kastenmeier im Tor. Gucken wir uns doch mal die von Schalke 04 hingegen an. Schalke wird wohl wieder mit einer Dreier- bzw. Fünferkette in der Rückwärtsbewegung dann spielen. Und zwar mit Auvian und Ranftl auf den Außen. Ich denke, die einzige Veränderung, die wir jetzt sehen werden, wird Itakura in der Innenverteidigung sein. Der wird wohl den Vorzug bekommen vor Florian Flick. Ansonsten, wenn Florian Flick nochmal spielen sollte, ja, weiß ich nicht, dann hat Dimitrios Gramotzes irgendwie auch, also dann kann er gar nicht zuhören, keine Ahnung. Ja, bleibt natürlich seine Sache aufzustellen, aber ich glaube nicht, dass Florian Flick aufgestellt wird. Ich glaube, Itakura wird machen. Genau, ich denke, es wird auch bei dem System bleiben. Das hat Gramotzes oft genug bewiesen, dass er da nicht umstellen möchte. Und ja, eben mit Paulsson auf der 6er Position, Drexler und Salazar auf den 8er Positionen und Bülter und Terodde davor auf den Stürmerpositionen. Also, meine Erkenntnisse auf jeden Fall für Schalke 04 jetzt aus dem Spiel. Düsseldorf erarbeitet sich sehr viele Torchancen. Ja, wir müssen wirklich defensiv konzentriert spielen und konzentriert zugange gehen. Schalke ist dadurch durchaus in der Lage, also wir sind mit die zweikampfstärkste Mannschaft in der zweiten Bundesliga, das können wir auf jeden Fall. Das einzige Problem sind natürlich immer unsere individuellen Fehler, die wir mit einstreuen und dennoch müssen wir auf jeden Fall uns auf eine offensiv eingestellte Mannschaft einstellen. Düsseldorf, er spielt extrem viele Flanken, ja. 91 Flanken in dieser Saison schon geschlagen. Einfach nur als Vergleich, Holstein Kiel ist auf Platz 2 mit 52 Flanken. Ja, also das ist schon unnormal, wie viele Flanken die wirklich reinbringen. Und das ist auch, wie gesagt, dass der Fußball letztendlich den Düsseldorf im Moment ausmacht. Sehr offensiv, sehr, sehr mit offenem Visier nach vorne stürmen. Und da natürlich sind dann aber auch wieder unsere Chancen, denn es werden wohl auch Räume hinten sich wieder auftun. Generell ein gutes Kopfball- und Stellungsspiel ist dann natürlich gefragt bei vielen Flanken, ganz klar. Und es geht im Moment viel über die rechte Seite, über Khaled Naray, nicht nur, sondern generell die viele Tore werden jetzt gerade über die rechte Seite auch vorbereitet. Deswegen sollten wir dort nochmal ein besonderes Augenmerk drauflegen. Ja, und Düsseldorf will natürlich oben mit dranbleiben. Die Motivation wird absolut stimmen. Generell bei allen unseren Gegnern könnte ich das jetzt auch mit reinschreiben, ist klar. Aber allerdings Düsseldorf ist natürlich auch ein Verein, der einfach unter seinen Erwartungen geblieben ist. Okay. Das war's, Leute. Ich freue mich über eine positive Bewertung auf dieses Video. Hab mir sehr viel Mühe dort wieder reingesteckt. Und sage ich jetzt einfach mal, sehen wir uns heute Abend im Livestream um 20.15 Uhr. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Kesti.